Hallo, herzlich willkommen auf der Messe Control hier am Stand von Quality Engineering. Ich begrüße hier Professor Norbert Böhne, Geschäftsführer des Softwareanbieters Böhme und Weiß. Böhme und Weiß hier auf der Control mit einem doch relativ breiten Programm vertreten, hat einiges zu zeigen. Unter anderem ein Thema, was hier so im Mittelpunkt steht, ist das Thema Überwachungsmöglichkeiten in der Fertigung. Könnten Sie dazu ein bisschen was sagen? Ja, wir stellen in diesem Jahr unser neues Management-Informationssystem für die Fertigung vor, und zwar wirklich von ganz oben bis unten ins Detail. Das heißt, es geht damit los, dass wir mithilfe unseres Tagesprotokolls die normalen Prüfungen während der Fertigung überwachen können und dabei feststellen können, gibt es an irgendeiner Stelle einen Bedarf an Hilfe für den Werker. Mit einem Klick ist man genau am Ort des Geschehens und befindet sich sofort im Detail von Regelkarten. Ich kann gleichzeitig die Prüfhäufigkeit überwachen, ob das im Vergleich zum letzten Jahr ist, zum den letzten Monaten oder im Laufe dieses Monats. Das heißt also, auch hier kann ich motivierend eingreifen. Beispielsweise, wenn Prüffrequenz nachgelassen hat, kann ich die Ursachen mit analysieren. Auf der anderen Seite, ich kann feststellen, welche Rückmeldungen die Fertiger, die Prüfer gegeben haben, also die Werker vor Ort gegeben haben, kann sehen, gibt es dort Fehlerschwerpunkte. Und ganz zum Schluss, unser Flaggschiff, das ist die automatische Prozessanalyse, wo ich also Prozessbewertung von Maschinen, von Aufträgen bewerten kann und vornehmen kann und dann auch mir wiederum im Detail ansehen kann, wo ist Handlungsbedarf. Ich kann da auch beispielsweise sehen, welche Prozesse laufen besonders gut, wo kann ich die Prüffrequenz senken. Das ist ein universelles Hilfsmittel. Okay, universelles Hilfsmittel, sagen Sie. Das Nutzenpotenzial konkret fürs Unternehmen, wo liegt das? Ich kann rationalisieren, ich kann dafür sorgen, dass ich manche Prüfungen reduziere, wo es nicht mehr notwendig ist. Ich sehe auch gleichzeitig, wo intensiviert werden muss, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und wo ich Prozessverbesserungspotenzial habe. Ultraschnell ist wirklich extrem schnell, macht richtig Spaß. Sie klicken durch die Software, Sie klicken durch eine Browseroberfläche, es ist nichts mehr zu installieren. Sie sind, wenn Sie aus dem Urlaub zurückkommen, als Fertigungsleiter sind Sie innerhalb von maximal 2 Minuten komplett informiert. Nur durch Klicks. Also ein großer Vorteil, die Usability des Systems, kann man sagen. Ja, also die ist wirklich umwerfend. Da war ich also selber überrascht. Ich habe gedacht, unsere Entwickler hätten vielleicht ein bisschen an der Hardware gefummelt, aber haben sie nicht. Okay. Wie kommt das bis jetzt so bei den potenziellen Nutzern an, die Lösung? Ja, es sind sehr viele potenzielle Nutzer, die unser System jetzt schon nutzen und im Grunde genommen schon mit dieser Art von Auswertung vertraut sind, aber nicht in dieser ultraschnellen Klicktechnologie. Und das war dann auch so, dass wir die Fragen gestellt bekommen haben, ob wir hier eine Spezialhardware hätten. Nichts, das ist ganz neu, mit ganz neuen Methoden entwickelt worden. Spannend. Zielgruppe, kann man das so einschränken oder visieren Sie damit an? Ja, Produktionsunternehmen, insbesondere Serien- und Massenfertiger, die also intensiv mit SPC arbeiten. Also für die ist das wirklich ein Eldorado. Ein Eldorado, das ist ein gutes Schlusswort, finde ich. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Danke. Dankeschön.